Hallo Game-Freunde, hallo Taxi-Freunde. Willkommen in meinem YouTube-Kanal Game Taxi. Mein Name ist Halil. Ja, ich bin der Taxifahrer aus Berlin. Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die mich folgen. Die, die mich noch nicht folgen, bitte unten einmal abonnieren. Nun, heutige Thema ist eine App. Und zwar diese App ermöglicht vielen, ihren Arbeit leichter zu bringen. Es gibt viele Apps auf dem Markt und diese viele Apps sind jetzt in einer App zusammengebracht. Ja, wie geht das? Keine Ahnung. Geht eigentlich. Wer sind überhaupt diese Apps oder beziehungsweise diese Anbieter? Uber, Bolt, FreeNow, dann gibt es noch eine, der heißt Solo. Ich werde hier irgendwo einblenden. Und diese vier Anbieter sind jetzt in eine App heruntergekommen und dort werden jetzt alle Fahrer, sozusagen die Mietwagenfahrer oder beziehungsweise diese Taxifahrer, können dort anmelden, können dort da halt dann auch online gehen. Ja, wie geht das? Weiß ich wirklich auch nicht. Ob überhaupt auch diese vier Vermittler auch Ahnung haben über dieses App. Ja, wer ist dieses App? Diese App heißt Blick Driver, sozusagen Blick Fahrer. Nun, mich hat es auch interessiert, habe dann auch diese App heruntergeladen. Ja, habe mir mal kurz mal so angeschaut. Zuerst habe ich dann registriert, dann habe ich mich angemeldet und dann habe ich dann den FreeNow App auch heruntergeladen, habe dann auch dort online gemacht und dann habe ich mir das Ganze angeschaut. Aber bevor ich da ankam, habe ich viele Bonuswerbung gesehen, wie zum Beispiel: Wenn du Montag, Dienstag oder Freitag, Samstag 9 Stunden online bist, kriegst du 100 Euro, 200 Euro. Cool. Aber coole Seite, natürlich, Money Money ist gut immer, aber wer finanziert das? Blick App oder Uber, Bolt, FreeNow oder der andere App? Finanzieren die anderen oder was? Das weiß ich nicht. Ob überhaupt die anderen Vermittler Ahnung haben über diese App, das ist auch ein anderes Fragezeichen. Aber mich interessiert das nicht. Mich interessiert, ob überhaupt diese Blickfahrer-App die Regeln einhalten, wie zum Beispiel Rückkehrpflicht. Ja, Rückkehrpflicht ist so ein Thema. Jeder Mietwagenabteilung, sozusagen der Fahrer, muss je nach dem Kunden ausladen, wieder zurück zu dem Betriebssitz. Das ist Pflicht. Und dafür gibt es eine Route. Je nach der Fahrt beenden, gibt es eine Route. Diese Route führt dich, dass du wieder zurück zu dem Betriebssitz musst. Es heißt, du musst. Laut Informationen, die zu mir gekommen sind, haben mir gesagt, ja, in dieser App gibt es gar keine Route, der wieder zurück zur Betriebssitz muss. Ja, jetzt ist die Frage, hat überhaupt Labo Ahnung über diese App? Daher überlasse ich jetzt Labo ihre Arbeit. Die sollen mal gucken, ob diese App überhaupt wirklich ihre Arbeit auch erfüllt oder nicht, sozusagen diese Routen. Dann kamen natürlich andere Informationen, wie zum Beispiel, bevor der Fahrer einen Auftrag annimmt, steht schon der Preis, steht auch der Endziel. Sozusagen kann der Fahrer sich das anschauen und sagen, nee, ob es mir gefällt oder nicht, es ist ihnen überlassen. Aber mich interessiert das auch nicht, das ist wieder eine andere Sache. Mich interessiert natürlich der Rückkehrpflicht, ob dieser Blick-App wirklich auch die Route eingibt, wenn der Fahrer den Fahrt beendet hat und dann auch die Route auch annimmt oder nicht. Gibt es überhaupt so eine? Weiß ich nicht. Falls ihr wisst, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ja, natürlich auch jetzt ein anderes Thema, zum Beispiel: Hab dann festgestellt, in der App, Blick App Fahrer, gibt es einen Chat. So, es kam auch Information, dass in dieser Chat auch legale Angebote gegeben wird oder auch illegale. Legale Angebote, was kann es sein? Wie zum Beispiel Werkstatt oder hier wird Fahrer gesucht. Das interessiert mich nicht. Was mich interessiert, natürlich illegale. Einer hat mir die Information gegeben, dass dort Autos bei Uber anmelden können. Die helfen dabei. Und das auch sehr schnell wie möglich. Dann habe ich mich gefragt, ja, wie geht denn das? Also ist Uber-App nicht sicher. Sozusagen, es ist manipulierbar. Die können sofort reingehen, können machen, was sie wollen. Uber hat keine Ahnung davon. So, dann kam natürlich auch eine andere Information, wie zum Beispiel Taxi-Beförderungsschein oder beziehungsweise Mietwagen-Beförderungsschein. Dass in dieser Chat auch das angeboten haben. Ja, illegal. Eigentlich ist es illegal. Sowas darf man nicht, sowas kann man auch nicht machen. Aber anscheinend machen die sowas. Ich rede nur über diese ganze Information, die zu mir gekommen sind. Und dort wird eigentlich immer so angeboten. Aber dann habe ich auch diese Chat mal angeschaut und dann festgestellt, dass dort auch einen Moderator gibt. So, jetzt meine Frage an den Moderator. Was macht ihr überhaupt, wenn ihr sowas seht? Blockiert ihr ihn oder schmeißt ihr ihn raus oder was macht ihr überhaupt? Weil ihr seid einfach Potenzial für alles offen. Wenn ihr so eine Chatseite habt, ihr könnt euch informieren. Natürlich legal, aber illegal müsst ihr auch sofort eingreifen und sagen, nee, sowas geht nicht. Hier ist verboten und dann halt auch die Entscheidung treffen. Ja, ich hoffe, dass die anderen Vermittler auch Ahnung haben oder informiert sind über dieses App und dass die vielleicht mal mit den
zusammensitzen und dann irgendwie eine andere Lösung finden. Was überhaupt der Innerlichkeit oder der Inhalt von denen abläuft zwischen den Blickfahrer-App und den anderen Vermittler, interessiert mich nicht. Wie die ihre Geschäftsmodelle sind, interessiert mich auch nicht. Mich interessiert nur, ob dort überhaupt eine Rückkehrpflicht eingehalten wird oder nicht. Und natürlich auch die Chatseite, ne? Dass ihr dort keine illegalen Angebote machen könnt. Komplett verboten. Natürlich ist ja auch jetzt eine andere Frage, wie zum Beispiel der LABO, ne? Landeseinwohneramt für Bürger- und Ordnungsgelegenheit. Kurz gesagt LABO. Ob die überhaupt davon Ahnung haben oder informiert sind über dieses Blickfahrer-App. Falls nein, dann lade ich euch ein, bitte einmal reinschauen, irgendwie was bisschen organisieren oder unternehmen. Weil wir alle wollen halt wirklich, dass es eine korrekte, eine faire Apps gibt, die anderen Apps oder die den anderen Unternehmer oder die anderen Zentralen nicht kaputt machen soll. Wir wollen halt alle faire Preise haben und faire Mitbewerb, dass wir alle auch leben können, gemeinsam leben können, aber auch gemeinsam auch überleben können. Nicht, dass einer macht, wie er will und die anderen können da nichts machen, weil einfach die anderen mit der Gesetz zusammenarbeiten möchten und keine illegale Geschäfte machen wollen. Darum ist meine Empfehlung, Leute, bitte passt auf eure App auf, organisiert es halt besser, guckt mal in eure Chats, dass ihr da keine illegalen Angebote reinkriegt und natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr auch dann ihre Rückkehrpflicht auch als Route angegeben sollt. Dass jeder Fahrer nach der Fahrt beenden wieder zurückkehren müssen. Was mit der Preise anbieten an die Fahrer, dass die diese Fahrten vorher schon sehen, wohin oder beziehungsweise wie viel es kostet, interessiert mich auch nicht. Das ist eure Arbeit, nicht unsere Arbeit. Uns interessiert wirklich nur die zwei Themen. Eins, Rückkehrpflicht. Zwei, keine illegale Angebote in eure eigene Chatseite anbieten. Ja, wie ich sagte, es ist keine Werbung. Ich mache weder schlechte, weder gute Werbung. Ich habe auch nicht die Blick-App für die Kunden angeschaut. Die interessiert mich auch nicht. Mich interessiert andere Apps, wie mein Taxizentrale Berlin. Der interessiert mich am meisten. Und mit dem bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Daher bitte ich auch von den Kunden, dass sie auch wirklich die regionale Zentralen auch annimmt. Es gibt auch heute auch diese Taxi EU App. Dort könnt ihr euch auch anmelden. Ihr könnt auch eure EC-Karten dort eingeben. Ihr könnt auch über diese App bezahlen. Ja, es war ein kurzes Video. Falls euch es gefallen hat, bitte einfach abonnieren oder Like geben. Ja, jetzt habe ich einen neuen Auftrag bekommen. Den nehme ich jetzt. Danke, liebe Zentrale. Nun, ich verabschiede mich von euch und dann hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Video. Natürlich mache ich auch Game-Videos. Bitte schaut euch dieses Video an. Ich spiele sehr oft auf metin2.de. Also, wir sehen uns. Mach's gut.